Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt in Kapitel 9 von Undercover Missions Kuska 141. Und jetzt müssen wir irgendwie unsere Flucht, unsere Rettung aus dem Wasser vorbereiten. Also klettern wir wieder rüber. Jetzt habe ich die Lampe im Gepäck, die ich vorher nicht hatte. Dadurch kann man ich jetzt muss das Seil entfernen. Jetzt muss ich wieder das Seil entfernen. Sehr gut. Nur keine Können wir hier rein. Jetzt können wir hier die Lampe einsetzen. Es werde Licht. Und jetzt ich kann das aufmachen. Nein. Muss ich die die Brechstange wiederholen. Komm, beweg dich. Ich hab's. So, Laderaum. Brechstange. Kiste. Wenigstens ist das Stemmeisen jetzt mal zu was gut. Und? Was ist drin? Da ist was drin. Ja, und was? Diverses Zeug, was man so an Bord braucht. Einfach so durcheinander geworfen. Ich scheine Glück zu haben. Ein das ist ein Neoprenanzug, wie er von militärischen Eliteeinheiten verwendet wird. Kann ich den gleich anziehen? Meine Uniform drüber. Etwas eng. So ein Neoprenanzug unter der Uniform. Sehr schön. Muss ich jetzt noch was machen? Muss ich das ganze Zeug... Schauen wir mal, was da drin ist. Kann ich nochmal machen? Hier drin ist ein Seil. Ach, das habe ich doch schon alles gemacht. Schauen wir mal, was da drin ist. Schauen wir mal, was da... Nein. Nein. Das ist leer. Also das hier könnte mir einen Vorteil verschaffen. Also die Bombe habe ich noch gar nicht eingesetzt. Die muss ich noch irgendwo hier platzieren. Das ist Material. Nein, das macht keinen Sinn. Da kommt jemand. Können wir in der Kiste verstecken? Die Lampe wieder aus und dann gehe ich da ins Dunkel. Sehr gut. Hier im Dunkeln kann ich mich verstecken. Scheint alles klar zu sein hier unten. Steht nur alles offen. Puh, das war ganz schön knapp. Jetzt kann ich die Pistole abfeuern. So. Kann ich jetzt da runter oder so? Behälter mit der Wenn ich das Boot zu Wasser lasse, schwimmt es fort. Ich muss es befestigen. An einem Seil? Wunderbar. Jetzt kann ich das Boot zu Wasser lassen. Durch das Seil kann die Rettungsinsel nicht abtreiben. So knapp an der Bordwand sieht man das Seil auch kaum. Also, runter mit dir. Ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Tja. Wenn ich das Boot zu Wasser lasse, schwimmt es fort. Aber ich habe jetzt eins. Eins reicht mir. So. Gemeinschaftsraum. Die scheinen richtig gefallen. So, Kühlschrank. Muss ich wirklich alles nochmal machen? Das Zeug ist nicht mehr drin. Keine Ahnung, warum ich das... Also, keine Ahnung, warum... Will sie nicht mehr? Keine Ahnung. Die hätten mir... Ein Schrank. Ein Schrank. Ein Billardtisch. Hier ist alles eher... Der Tisch ist vollgeräumt mit...
Kann ich irgendwo. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Eine Bombe platzieren im Kühlschrank? Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der Luftballon, nee, da ist nichts mehr. Eine Wache. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Vielleicht. Brecheisen oder so. So, das wäre. Nur den entsorgen. Das muss die Kapitänskajüte sein. Vielleicht kann ich, die Bombe hier reinlegen, ne? Nein. Da ist eine Nachricht. Kursk hat Notsignal gesendet. Position bekannt. Zeit? 4 Stunden. Die Person, die diese Nachricht geschickt hat, muss an zentraler Stelle im Ministerium sitzen. Tarnname: der Falke. Dieser Person widme ich mich später. Okay, die Nachricht nehme ich immer mit. Den Ventil. All das ist russisches Marine. Nein, das macht keinen Sinn. Das Bild gehört nicht zu. Das Bild gehört. So. Haben wir es übersehen? Also, raus mit mir. Auf der Kursk stehen immer. Da reinzugehen. Der Kapitän des Patrouillen. So. Was mache ich jetzt? Nein, hier geht das nicht. Ich brauche mehr Licht. Das war eigentlich doch beim. Zu dem komme ich gar nicht mehr rein. Könnte ich da den Konstruktionsplan her? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein. Das wäre jetzt doch okay gewesen. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein, hier geht das nicht. Ich brauche mehr Licht und einen Arbeitsplatz. Es sind noch Arbeitsplätze hier. Ich will das Licht an. Nein. Nein. Nein, hier geht. Das ist leer. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das alles noch hier so funktioniert oder ob der. Was habe ich denn da oben? Eine das ist der Antenne? Radarturm des Patrouillenbootes. Behälter mit Rettungsinsel bringt mir aber jetzt nichts. Mein Fluchtweg ist abgesichert. Jetzt heißt es, den Gegner zu vernichten. Am besten mit ihren eigenen. Die Bombe. Nein. Wo kann ich am besten die. Bombe platzieren? Es macht mich etwas verrückt, dass ich hier die Räume nicht mehr anklicken kann. Nein, hier geht das nicht. Ich. Das ist das hässlichste. Das ist das hässlichste. Nein, das macht keinen Sinn. Nein, hier.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein. Nein, das macht keinen Sinn. Der Tisch ist vollgeräumt. Ich könnte abräumen. Den Billardtisch einfach abräumen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Passt wie angegossen. Nein. Nein, das macht keinen Sinn. Was ich jetzt mache, ich speichere kurz mal. So, jetzt gehen wir jetzt zum Captain und jetzt probieren wir das trotzdem nochmal. Ach, jetzt hier kann ich es zusammenbauen. Okay. Also, ja. Das passt. Das gehört hier rein. Das komische rote Licht gehört, glaube ich, hier hin. Der Schalter gehört hier hin. Das war da unten. Der war hier. Die Batterie war hier. Oder Licht oder was auch immer. Und das Ding war hier angeschlossen. Die kommen hier außen hin. Huhu. Jetzt muss ich sie noch irgendwo verstecken. Im Safe, auf dem Tisch. Und nachdem ich die Bombe zusammengebaut hatte, habe ich sie am Schreibtisch platziert. Das ist ja natürlich sehr gutes Versteck. Den Rest kennen Sie. Ich zog mich ins Schlauchboot, das ich vorher ins Wasser gelassen hatte. Ohne den Neoprenanzug hätte ich die Kälte nie überlebt. Sie sind nicht auf den Kurs zurückgegangen? Ging nicht. Das Schott war verschlossen. Eine Weile später sah ich die Explosion des Patrouillenboots. Die Rettungsflotte fand mich, bevor ich ganz erfroren war. Ihre Geschichte ist vollkommen unglaubwürdig. Frau Beljajeva, die Kursk ist gesunken. Die russische Nordseeflotte hat ihr Flaggschiff verloren. Ich will die Wahrheit hören. Wie oft soll ich Ihnen die Wahrheit denn noch erzählen? Einmal wäre genug. Ich will meinen Vorgesetzten sprechen. Rufen Sie Oberst Bobrov an. Sie haben einen neuen Vorgesetzten, Agentin Beljajeva. Generalmajor Gremin. Er leitet die Untersuchung in Ihrem Fall. Haha. Überlebenschance null, Frau Beljajeva. Bei diesen Temperaturen überlebt man nicht. Oh. Und das für ein Abspann. Nun ja. Das war jetzt etwas unbefriedigend, würde ich sagen. Aber gut, das war Kapitel 9. Das war Undercover Missions Kurs K141. Ja, es ist nicht gerade hundertprozentig durchdesignt, aber ich muss sagen, ich war motiviert, ich habe immer meinen Spaß. Es hat zahlreiche Fehler, das Spiel. Aber eigentlich kann man schon spielen, also wenn man Adventures mag und sich von diesen Kleinigkeiten nicht stören lässt, würde ich sagen, für einen Angebotspreis kann man das durchaus machen. Und ja, es gibt Besseres da draußen, aber wer das schon alles gespielt hat, die Geschichte ist eigentlich ganz, ganz spannend und gut umgesetzt. Technisch, klar, läuft es halt nicht so, wie man sich das vorstellt, aber durchaus schön. Ich verabschiede mich von diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wenn ihr das angeguckt habt zum Nachspielen, habt die Lösung gefunden, die ihr gesucht habt. Ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten und gutes neues Jahr.
bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Videospieler. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.